Hallo und willkommen zurück zu Factorio Paradon. Ja, heute kommen wir noch zu einem interessanten Tipp, den ich bekommen habe. Das finde ich super, dass Zuschauer, die jetzt gerade erst Folge 413 geschaut haben, trotzdem noch den Ansporn haben, mir da Tipps zu geben, die auch noch umsetzbar sind. Also auch jetzt, 200 Folgen später, ist es kein Problem, das zu machen. Machen wir gleich. Jetzt gucken wir aber erstmal hier Optical Fiber an. Ich habe die Fabriken zu Ende gesetzt und man sieht, es passt gerade so rein. Ich habe es nicht kalkuliert, aber Glück gehabt, dass es hier gerade noch so natürlich eng gebaut hier ins Karree passt. Es produziert gerade nichts. Das liegt an der fehlenden Salzsäure bzw. fehlendes Chlor. Da müssen wir gleich mal nachschauen, ob das ein Problem mit der Anlage ist oder ob die Anlage im Prinzip einfach zu klein ist und so. Schauen wir dann mal. Aber im Prinzip kann das hier alles funktionieren. Also es hängt jetzt hier am Niobiumkomplex und da im Süden, wo das gebaut wird, da fehlt halt Chlor. Und ansonsten, ob die Mengen hier passen mit Nitrobenzen, das habe ich jetzt oben einfach mal ans Rohr angeschlossen. Also wir haben ja hier beim CCB, da haben wir sowieso Nitrobenzen. Irgendwo haben wir da so ein Tank, wenn ich ihn jetzt finde, oder ist er noch weiter oben? Oh. Da ist er. Doch, da. Da ist er ja. Genau. Also wir produzieren das hier, aber holen es hier auch ab. Aber mal sehen, ob das reicht und so werden wir sehen. Genauso hier diese Geschichte Cladded Core. Ob wir da genügend Glascore von unten bekommen und so, wird sich noch herausstellen. Aber mir ist wichtig, dass die Anlage zwei Dinge erfüllt. Erstmal, sie ist groß genug, um zukünftig zu funktionieren. Und zweitens, sie funktioniert jetzt auch schon, wenn auch noch nicht so groß. Ja, Plastik wird von unten angeliefert. Und hier kommen Glasplatten noch an. Hier sind die Glascores. Und das Ganze geht links vom Bahnhof. Der Bahnhof ist groß genug, um das alles zu verarbeiten. Ach, guck mal, jetzt kommt gerade mal wieder was. Jetzt kann man ein bisschen was gucken. Genau, jetzt werden die Cladded Cores hergestellt. Denen fehlte das Cladding. Und beim Cladding, da braucht man Niobiumkomplex. Genau, jetzt sieht man das Ganze mal anlaufen. Trotzdem wird hier noch nicht direkt Optical Fiber hergestellt, denn nicht alles, was wir brauchen, wird hier vor Ort produziert. Wir haben ja auch noch die Geschichte beim Kupfer. Weiß gar nicht, haben wir das zusammen gemacht oder habe ich das auch alleine gemacht? Deshalb erzähle ich es lieber nochmal. Hier ist halt, sind halt diese. Ja, quasi diese Glasfaserkabel, also diese Kupferummantelung oder sowas. Auf jeden Fall brauchen die dieses Glascore, was von unten geliefert wird. Von unten kommt ein Zug mit Glascore und der macht dann hier dieses Copper Coating daraus. Und das dauert halt, weil ich den Zügen gesagt habe, die sollen nur kommen, wenn sie voll sind. Und ich glaube, der ist das hier. Genau, der will Cladded Core. Und bis der mal voll ist, das dauert. Noch dazu kommt, dass auch hier bei der Hightech-Fabrik, also für die, sind wir falsch da, hier bei diesen Hightech-Boards, auch da sind schon, habe ich schon ein paar Bahnhöfe jetzt wieder rot gemacht. Kevlar konnten wir schon anliefern. Und Cladded Core will auch hier angeliefert werden. Da wartet dann auch schon ein Zug drauf, dass er das hinbringen kann. Insgesamt fehlt hier aber noch ein bisschen was und wir kümmern uns im nächsten Step gleich mal um die Elektrolytkapazitoren, also Kondensatoren, Elektrolytkondensatoren auf Deutsch. Aber jetzt erstmal zu der Geschichte, wo ich einen Tipp bekommen habe. Die ist beim Stahlwerk, ist gar nicht so weit weg von hier. Vielleicht gehen wir da auch eben zu Fuß hin. Lohnt sich das? Das gut. Ja, genau, wir gehen zu Fuß hin auf jeden Fall.
Auch wenn das wenig Material ist, was hier produziert wird, bin ich trotzdem auf zwei Waggons gegangen hier bei Cladded Core und bei dem du wolltest was haben. Da, genau, du kriegst dann das Optical Fiber und so. So, hier links haben wir das Stahlwerk. Und beim Stahlwerk brauchen wir Chrom. Und Chrom liefern wir da aus zwei verschiedenen Stellen an. Wir haben ja keinen Hub für Chrom. Und wir haben, glaube ich, irgendeine Stelle, wo Chrom über ist. Da wird es hier angeliefert. Und das reicht aber nicht. Und deshalb haben wir auch noch von einem normalen Chromwerk auch noch einen Zug, der hier anliefert. Und damit der hier nicht dauernd durchfährt, also dieser Zug, der soll nur dann hier Chrom anliefern, wenn in dem Lagerhaus maximal 50.000 liegen. Ansonsten fährt er durch. Und dann war das so eine Aktion, da ist er halt immer durchgefahren und hat damit die Schienen blockiert. Und dann wurde irgendwann mal das Wartegleis eingeführt, dass er, wundere mich gerade, dass er jetzt hier steht. Oder ist das noch, weil da ein anderer Zug noch steht? Moment mal. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ah, ne, da ist rot. Ich erzähle gleich weiter. Ich will mal gucken, warum hier rot ist. Hier, ich muss mal gucken, da ist rot, weil. Also der würde dahin fahren wollen. Oh, guck mal an. Da habe ich Mist gebaut. Gut, dass ich nochmal hier bin, aufgrund des Tipps. Können wir die andere Sache nämlich direkt mit erledigen. Hier fehlt ein Signal. Jetzt kann der fahren und jetzt kann der gleich auch fahren. Wie alle. All die Züge hier wollten schon losfahren, ging aber nicht. So, jedenfalls. Der Zug will jetzt gerade hierhin fahren. Und wir werden sehen, der fährt jetzt hier durch, weil hier über 50.000 Chrom bereits drin liegen. Und dieser Zug ist hier nur für Notversorgung da. Und deshalb haben wir jetzt so eine Wartezeit drin. Das heißt, nur alle 15 Minuten kommt der hier mal vorbei. Und da habe ich einen sehr guten Tipp bekommen, dass ich doch einfach sagen kann, dass ich das hier mit Kabeln verbinde. Das heißt, wir nehmen hier das Lagerhaus. Da wissen wir dann, wie viel Chrom drin ist. Und schicken den Zug nur dann weiter, wenn weniger als 50.000 drin sind. Finde ich eine sehr gute Lösung. Und wird deshalb auch unverzüglich umgesetzt. 200 Folgen später halt. Aber ja, ich habe das ja erst vorgestern bekommen, den Kommentar. So. Jetzt die Frage, machen wir das zu der Station, ist glaube ich nicht so gut. Ich glaube, wir machen das zu dem Signal. Beziehungsweise wir machen dann noch ein anderes Signal daneben. Wir machen das Signal mal hier hin. Oder so, dass man es sieht. Mal so. Ja, sieht man beiden nicht so besonders gut. Ah, so. So, und jetzt sagen wir, wir wollen das Signal nicht auslesen, sondern wir wollen schließen, wenn Chromium größer als 50.000 ist. Beziehungsweise, dann machen wir das jetzt auch anders. Der Zug ist jetzt denn schon hier.
Der hat dann 500 mal 40, 20.000 Chromium gelagert. Das heißt, wir sagen, größer 30.000 wird hier geschlossen. Und dann können wir von dem Zug hier, genau, der kommt jetzt gerade wieder aufs Wartegleis, können wir diesen Circuit auch wegnehmen. Wir können, beziehungsweise wir können ihn drin lassen. Er spielt aber dann keine Rolle. Das heißt, nur wenn wir, also erstmal können wir die Wartezeit hier rausnehmen. Der soll hier nur vorbeifahren, das ist wichtig. Aber jetzt wartet er, bis hier weniger als 30.000 Chrom drin sind. Dann fährt er vorbei, lädt seine 20.000 aus und fährt dann auch weiter. Und das könnte nur durch einen Zufall passieren, dass der andere Chromzug gerade eine Sekunde vor diesem hier dahin fährt. Also der fährt dann schon durch. Hier sind noch weniger als 30.000 drin. Dann ist der andere Chromzug, der entledigt sich seiner Ware. Dann sind 50.000 drin und dann fährt dieser hier doch einfach durch. Aber das wäre eine absolute Ausnahme, wo das mal passieren könnte. Eins in einer Million, irgendwie sowas. Und deshalb lassen wir diese Wartebedingung auch nochmal drin. Der soll nur dann was reinschmeißen bei kleiner 50.000. Also er soll ja wegfahren, wenn größer 50.000. Ja, das ist ein schöner Tipp gewesen. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Spart ein bisschen Energie, weil dieser Zug ja sonst alle 15 Minuten nochmal rumgefahren wäre. Das macht er jetzt nicht mehr. Spart nicht nur Energie, sondern auch Schienenlogistikplatz. Gut, dann gucken wir mal eben beim HCl, beim Chlor und bei der Salzsäure. Also warte mal, ich muss hier lang. Hier fehlt mir noch ein Stück Weg. Den will ich gerade noch mal eben hinsetzen. Im Zug habe ich noch Wegplatten. Und damit ich da vernünftig laufen kann, muss ich auch noch mal ein bisschen Holzfällerarbeit leisten mit meinen Granaten. So. Uiuiui. Okay. Muss mal gucken nach zwei. Also genau, die Platten mal eben wieder weg. Und dann fahren wir eben kurz bei der Fabrik vorbei. Und währenddessen schauen wir schon mal, wie so der Sachstand ist beim HCl. Erstmal muss ich gucken, wo kommen die Züge her, die es anliefern. Wahrscheinlich von zwei Orten. Einmal vom Hauptbahnhof und einmal vom GUA. Ja, hier seht ihr 230 von 65.000, also war gerade ein Zug. Das ist mein Zug. Und das bei den Akkus, genau, das ist beim Südbahnhof irgendwo. Okay. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Vielleicht reicht es, wenn wir noch einen zusätzlichen Zug machen, der vom GUA kommt. Vielleicht haben wir da noch mehr HCl, wobei wir das natürlich auch gerade hart benutzen. Und das hier auch noch. Oh ja, da müssen wir die Logistik hier nochmal anpassen. Wir brauchen nochmal 1, 2, 3 Tanks. Das hier muss gerade nochmal eben weg.
So, mal eben hier ein paar Fließbänder loswerden. Die vielleicht auch. Rohre kommen automatisch. Den einen will ich gerade mal eben weg haben. Glas habe ich jetzt ein bisschen viel hier. Wo ist Glas? Da. Einmal das weg. Und dann gucke ich nochmal eben im Zug, ob wir genug Gummi und Superstil und sowas haben. Geht so. Ein bisschen was nehme ich noch mit. 1, 2, 3, 4, 5. Und davon brauchen wir nicht ganz so viel. Oh ja, da brauche ich noch mehr. Und Plastik, wie sieht es mit Plastik aus? Machen wir das mal so rum. Motoren. Oh ja, ich brauche viele Motoren. Das da rein. Es lohnt sich sogar, die Motoren mal eben holen zu gehen. Wenn ich sie denn finde. Ich glaube, die waren hier relativ zentral. Da. Ne, das sind Pumpen. Da sind die Motoren. Alles klar, dann sind wir, glaube ich, reisefertig. Genau, diese Fabriken, die brauchen wir gleich, um die Kondensatoren herzustellen. Und eine Sache wollte ich jetzt noch gucken. Genau, haben wir beim Gua noch Salzsäure übrig? Lass mal gucken, gibt es da HCl? Ich sehe es nicht. Hier unten. Ja, ist nicht direkt was übrig, ne. Okay, wir fahren die Produktionsstätten mal eben ab, dann habe ich ein bisschen besseren Überblick. Ob wir dann noch was verbessern können. Und einen dritten Zug können wir trotzdem machen. Das wärst du und du. So, ich setze den Zug hier schon mal hin. Hier gehört er zwar nicht hin, aber das macht ja nichts. So, HCl. Warum habe ich das so? Was? Gua. Abholung HCl unkritisch, ja. Zum Nobium. Full empty.
und einmal zum Fuelstop vorher. Kann er jetzt natürlich noch nicht, weil er noch im Weg steht. Ich schicke ihn schon mal weg. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier die Produktion irgendwie steigern können. Das ist ein Überlauf. ACL kommt von rechts. Genau, das ist hier unsere Sodiumchlorid. Also Natriumchloridproduktion. Da könnten wir mehr gebrauchen. Ach so, warte mal. Hier können wir doch noch Produktivitätsmodule einsetzen, oder? Ah ne, das geht da leider nicht. Schade, schade, schade. Wie ist denn Chlorstand? Auch nicht so gut. Die Elektrolyser, die ballern alle wie blöde. Das hilft jetzt zwar gerade nicht, aber es spart zumindest Energie. Also ich könnte Speedmodule neu einsetzen, das möchte ich aber nicht. Dann lieber neue Elektrolyser da noch hinsetzen. Könnten die das schaffen? Salzwasser. Weiß ich nicht. Kann man eben sehen, wenn ich auf die andere Seite was setze. Das wäre egal. Also wir haben noch ein bisschen Kapazität. Wir versuchen es mal. Ja, ein bisschen Landfill. Machen wir erstmal zwei. Ich habe die zufällig dabei, die muss ich gleich nachbauen. Die brauchen wir eigentlich für was anderes. Warum? Das ist, muss ich versetzen. Die können einen eigenen Chloranschluss bekommen. Müssen wir den Wasserstoff noch loswerden. Wie viel Wasserstoff ist das eigentlich immer so? Also wenig. Das ist klar. Das ist kein Ding. So. Ich könnte noch einen dritten hinsetzen. Und vielleicht sogar noch einen Erweiterer, aber wir sehen schon Chlor, das reicht hier gar nicht. Ne, Entschuldigung. Das ist
down. Du gehst da. Ich mache noch ein bisschen Landfill eben. Dann machen wir da noch mal drei Stück dazu. Einen habe ich noch, also eins, zwei und dann die 1, 2, 3, die ich sowieso noch brauchte. Ein Landfill gibt es ja hier direkt. Das hat eigentlich Strom. 2,1 Gigawatt, das ist gut. Weiß nicht, 4, genau. 400 reichen bestimmt. Weiß nicht, ob das denn mit dem Salzwasser reicht. Ihr seid noch einser Washer, im Ernst? Wow. Müssen wir mal eben korrigieren. Also wir brauchen Washer. Zweier. Okay, genau was. Also, ist klar, kann man machen. Jetzt sehen wir schon, Salzwasser wird knapp. So, und Salzwasser wollen wir dafür wirklich wertvolle Steine vernichten? Nein, eigentlich nicht. Also genau, das war jetzt ja, um Chlor herzustellen erstmal.
Da haben wir einen Überlauf an Chlor, genau, und aus dem Überlauf an Chlor, da wird dann Salzsäure hergestellt, alles klar. Hier wird schon direkt Sodiumhydroxid vernichtet. Okay. Was eigentlich blöd ist. Mein Gott, was tue ich da? Mal gucken, also hier mit dem Fließband kommen wir noch hin. Moment. Ach so, das ist hier der Überlauf. Ja. Wenn wir zu viel produzieren, dann wird es vernichtet. Ja, das ist richtig. Und die Hauptsache geht aber dahin. Wobei das eventuell nicht reicht. Aber noch ein bisschen anders. Also dann darüber, so, so. So ist noch okay, dann darüber, da, da. Und hier so verbinden. Gefällt mir das so, also hier ist, das soll ja so ein Puffer sein. Ja, ich meine, ich lasse den noch mal da drin, aber viel Sinn macht er nicht. Nicht mehr. So, also genau, Warschau, wir waren bei, also das müssen wir langfristig auch mal ändern mit dem Stein hier. So, du kommst hier hin. Das ist gut. Sehr viel Stein. Wir können das auch aus Salz machen, ne? Also erstmal, wie viel erzeugen wir jetzt hier? Die arbeiten jetzt noch nicht mal voll, weil die nicht genügend Steine bekommen. Aber theoretisch wären das halt 33 mal 6, also 200. Pro Sekunde, wenn ich das anders machen würde. Das Pflanzen. Aufs Tag ganz bestimmt nicht, nee. Das können wir noch nicht. Das Abfallprodukt hier.
Ach so, genau, ich könnte das einfach ausgraben. Ja, das wäre vielleicht das Bessere, ne? Aus Small Parts und Drilling Fluid. Dafür muss ich auch nichts tun. Bei Pflanzen müsste ich jetzt hier noch eine Anlage bauen. Da brauchen wir heißen Dampf und so. Das ist nicht alles so einfach. Das nimmt auch ein bisschen Platz weg. Aber Small Parts haben wir hier. Drilling Fluid haben wir hier vielleicht. Also machen wir das mit dem Pump Jack. Warum habe ich das nicht direkt so gemacht? Wahrscheinlich ging es damals noch nicht vom Rezept her, oder? So. Vom Chick. Lass mal gucken, wie viel Zeit hat er jetzt gebraucht? 5 Sekunden. 2. Also 100, 200 pro Sekunde macht ein Pump Jack. Dann machen wir also 2 Pump Jacks. Dann ist das okay. Und die flansche ich einfach mal da oben hin. Ein bisschen so, dass ich da unten anschließen kann. Wobei, vielleicht auch da anschließen. Und dann machen wir diese Steingeschichte im Underflow-Werf dann noch rein. Beziehungsweise dann mit der Pumpe. Ein kleiner halb voll, dann darfst du da reinpumpen. Achso, hier habe ich auch schon was gesagt, ne? Kleiner 10k. Naja, ist egal. So. Jetzt brauchen die Drilling Fluid. Wo habe ich Züge, die das liefern? Ah, du hast es produziert. CCB wird es hingeliefert. Ja, haben wir jetzt hier nicht so direkt. Noch ein weiterer Zug, der Drilling Fluid abholt. Könnte zu Verkehrsstau führen. Wobei, nee, das hier ist alles Drilling Fluid 3. Wir haben hier nur 2 Züge. Das ist okay. Ich brauche nur ein Bahngleis, wo ich das hinliefern kann. Hier wird sowieso schon Salzwasser hingeliefert, aber ja.
Wir können das auch wegnehmen. Muss mir die Mengenverhältnisse nochmal eben angucken. 50 Drilling Fluid wird zu 500 Saline Water. Das heißt, die Transportmenge wird um 90% reduziert. Machen das mal so. Das heißt, wir brauchen dann aber auch mehr. Ne, wobei, wir brauchen mehr. Dann brauchen wir das Salzwasser noch für was anderes. Hier ist nur Anlieferung. Dafür diese 600. Geht es hier aber noch weiter? Nee, Blödsinn. Hier, weil die Herstellung von 600. Nein, wir brauchen. ...75 ist auch nicht viel, 150. 300. 600. Na, knapp 900. Dann machen wir aber auch komplett, machen wir 1200 Produktion hier. Der erzeugt 200, also brauchen wir das. Drei. Wollte ich eigentlich nicht machen, diese Folge, aber ja, ich bin ja spontan. Brauche ich noch einen weiteren Pump-Check? Für Zeug, okay. Ich überlege trotzdem, soll ich das Gleis da entfernen? Wo mache ich jetzt Anlieferung Drilling Fluid? Entweder hier. Der ist schon belegt. Also hier wäre Platz frei. Wir machen das Salzwasser unten weg. Ich muss mich nur vergewissern, dass ich das Salzwasser nur hier brauche. Da nicht weiter. Nö, würde ich sagen. Ist nur für diesen Kram kommt das weg. Alles klar. So, ein Pumpjack und jetzt muss man hier mal eben die Züge aufhalten. Kann ich so gar nicht machen. Dachte, ich könnte das direkt setzen. Mach das gerade mal eben so. Dann können die noch herkommen.
Und ich kann hier dann aber gleich. Dann kommst du auch schon mal her. Wieder. So. Wenn die denn da sind, muss ich das trennen. Also erstmal muss der Zug leer werden. Oh ja, hier müssen wir auch eine andere Pumpe einrichten. Das können wir schon mal machen. So. Ja. Du fährst gleich zu Drilling Fluid. Hä? Moment, da müssen wir mal gucken. Alu Nord soll da hin. Ich habe gerade ein Brett vorm Kopf. Fluid. Alu Ost, Abholung Drill Fluid. Ja, ach, Drill Fluid habe ich da genannt. Alles klar, ja, ist gut. So. Da sollst du abholen. So. Jetzt machen wir hier mal Schluss. Und du kommst ganz weg. Ist ja leer. So, der wird umbenannt. Mal losfahren. Oh. So weit, so gut. Mal kurz pausieren. So, da bin ich wieder. Jetzt müssen wir mal eben temporär dafür sorgen, dass das hier leer gepumpt wird. Ja. Warum dauert das jetzt so lange? Weil da keine Pumpe ist, ne? Das ist egal. Den letzten Kram machen wir jetzt mal eben so leer. Da waren jetzt 400 Einheiten Salzwasser, was lächerlich wenig ist, was wir jetzt mal weggekippt haben. Quasi einmal mit dem Schrubber durch den Tank und dann mal gut. So. Jetzt kann der Zug hier schon wieder hin. Der kann neues Zeug hier in den Tank füllen. Wobei, will ich diesen Tank überhaupt noch haben? Nein. Da machen wir gleich den Anschluss. Das hier kann auch weg.
So. Muss ich mal gucken, wo ich das Rohr hier platziere. Da würde gehen. Würde gehen, meine ich. Ups. Ja, nee. Ja, ist kein Problem. Ja. So, haben wir schon mal Drilling Fluid da. Dann brauchen wir das Rohr nach unten noch nicht. Brauchen wir noch Small Parts. Und die können wir auch von Nord nach Süd, also vom Nordlager, hier runterführen. Mal schauen, wenn ich das da mache. Autosave abwarten. Also wenn ich hier lang gehe. Ups. Irgendwie. So. Ja, das geht nicht ganz. Abknicken müssen wir sowieso, aber an die Small Parts. Doch, wird ja hier angeliefert. Ja, ist okay. Oder haben wir noch einen näher gelegenen Small Parts Bahnhof? Beim Öl noch. Nee, aber das, dann nehmen wir diese Nordgeschichte. Also okay, nehmen wir das hier. So. Dann haben wir links des Weges noch einen frei. Ja, doch, können wir nehmen. Kommen wir damit sogar da durch.
hier am Weg lang. Oder, warte mal, hier kommen Small Parts sowieso schon runter. Nehmen wir die. Das ist schon längst über hier, ne? Ich muss das Fließband hier mal eben wegmachen, sonst verwirrt mich das später. Wo führst du noch ganz hin? Ich habe jetzt nicht so viel Platz. Ich lasse die Fabrik als Industriedenkmal dann nochmal stehen. Also beziehungsweise den Miner. Und das ja auch. Jetzt müssen wir nochmal gucken, der Bahnhof. Wird der noch benutzt? Theoretisch ja. Kommt halt nur nichts mehr an. Warte mal. ZZZ und die Züge müssen dann mal umgeleitet werden, woanders hin, sobald wir da einen anderen Abholort haben. Das geht jetzt gerade nicht.
So. Ich wollte hier weiter. Und den Small Parts. Zeug bauen kann. Small Parts waren darunter. Darunter ist okay. Mach meine Leute mal eben aus. Ach so, hier sind noch Gebiete, ja. War das mit dem Z gar nicht so gut? Muss ich gleich mal hin. Muss sie nur umbauen, umstellen, die Miner. So. Den packe ich doch mal eben hier hin. Das weg. So, jetzt haben wir Drilling Fluid, wir haben gleich Small Parts, das heißt wir kriegen Salzwasser. Wir erzeugen also 1200. Das heißt 150 mal 8. Also 16 von den Dingern hier. Da muss das sein. Ja, ist egal. Mal 15 ist auch gut. Landfill. Ich hoffe, das geht jetzt nicht so weit.
Okay, ist doch noch ein weiter Weg. Hätte ich mir mehr Zeug einpacken sollen. Mal eben zum Zug. Ich habe da noch viele Fließbänder. Und hier packe ich noch ein bisschen was in den Müll. Bin hier falsch. Hä? Ne, doch, das ist das Band. Warum ist das voll jetzt? Also, weil ich es unterbrochen habe, logisch. Also viel Abnahme habe ich gar nicht von dem Zeug. Das heißt, es wird Sodiumhydroxid auch vernichtet werden oben. Hier sind schon rot. Okay, das glaube ich ihm jetzt einfach mal, dass das bis zu Ende rot durchläuft. Okay. So.
Okay.